Moin Kinnas, und ja, es geht weiter. Wir sind im zweiten Teil der Mission, die wir in der letzten Folge gespielt haben. Dieses Gebiet wird von einem hochentwickelten Mech gesichert. Schaltet ihn mit Raketenwerfern aus. Und ja, letztes Mal war das Problem, das haben wir irgendwie erst. Ich dann nicht mehr aufgenommen, weil. Okay, das ging nicht gut. Zielt auf das Cockpit, um den Mech unschädlich zu machen. Alle Leute sind tot. Wir können eine andere Map wählen, dann wähle ich die mal aus. Naja, dann bin ich wohl unterlegen. Spielen wir hier wieder weiter. Naja, wie gesagt, den ersten Teil der Mission haben wir geschafft, erfolgreich. Und ja gut, den Mesh hätten wir auch schaffen können. Problem war halt, man muss immer, wenn man seinen Raketenwerfer leer geschossen hat, woanders hinrennen, als da, wo die Rakete ist, und ihn dann dorthin locken. So dass er von den Raketen weggeht, sodass man danach wieder die Möglichkeit hat, zu den Raketen hinzugehen und ihm nochmal eine zu verpassen. Denn wenn er auf einen zuläuft, während man. Oh, wir sind jetzt schon zu viert, das ist ja mal. Okay. Ja, das sieht ganz gut aus. Wie gesagt, ich bin der Sanitäter. Über Ammo haben sich die auch teilweise beschwert, aber. Ich meistens noch keine Ammo-Probleme, sondern eher das Problem hatte, ja, das ganze Team ist tot. Hat vielleicht auch was mit der Munition zu tun, aber wie gesagt, ich bin jetzt mal Sanitäter und helfe euch allen wieder. Oh, jetzt haben wir schon zwei Sanitäter. So, dann werde ich mal wieder Schütze. Dann kann ich auch Munition verteilen. Das nenne ich mal ein geiles Team. Ein Sanitäter, zwei Scharfschützen und Schütze und ein Ingenieur. Das heißt, ein ganz gutes Team. Vielleicht könnten wir statt dem einen Scharfschützen noch einen Sanitäter nehmen, weiß ich nicht, wie sinnvoll das ist. Aber wir sehen uns dann gleich im Spiel.